bin Friederike und Trautante. Das heißt, ich bin Rednerin für freie Trauung. Das Tolle an meinem Job ist, dass ich die persönlichsten, individuellsten und wunderschönsten Trauungen mache für meine Brautpaare, die ich alle liebe. Ich liebe meine Brautpaare. In meinen freien Trauungen soll man lachen, weinen und am besten alles gleichzeitig. So richtig erklären, wie eine freie Trauung abläuft, kann ich überhaupt nicht. Denn jede meiner Trauungen ist extrem persönlich, extrem aufs Brautpaar abgestimmt und immer anders. Ich fange immer von null an. Selbst wenn es das gleiche Thema ist, da kann ich natürlich nicht immer die Welt neu erfinden, aber eine freie Trauung bei mir ist einfach so, wie das Brautpaar ist. Und so wie jedes Brautpaar anders ist, ist eben auch jede Trauung anders. Ich könnte also nicht sagen, ach, das haben wir schon immer so gemacht oder das muss man unbedingt machen. Das Einzige, worauf ich bestehe, ist ein Kuss. Das ist aber alles. Alles andere kann man so machen, wie man gerne möchte und wie man eben selber gerne ist. Denn ich finde, man sollte so heiraten, wie man selber eben ist und nicht, wie irgendjemand meint, dass man heiraten sollte. Also das im Moment noch präsenteste, abgefahrenste waren Julia und Christian vor ein paar Wochen. Die haben erst eine Schublade angemalt und sie dann mit einem Vorschlaghammer zertrümmert. Total cool. Aber ich mache im Grunde total gerne solche Sachen. Das nächste Brautpaar gießt Betonbuchstaben in der Trauung und am Ende entsteht da draußen ein ganzes Haus in der Trauung. Es gibt so viele tolle Sachen. Eine Trauung ist dann gelungen, wenn die Brautoma, die wirklich vorher noch nie eine freie Trauung gesehen hat und wirklich Angst hatte, dass jemand kommt und schamanische Tänze macht oder so, wenn die kommt und sagt, ach Frau Delong, das war aber eine schöne Trauung. Das haben Sie so schön gemacht für die Kinder. Toll. Das ist eine gelungene Trauung.